So, ihr Lieben, es ist wieder soweit. Ich möchte euch noch eine neue Farbserie vorstellen. Unsere Mirostars. Und sind wirklich ganz, ganz tolle Farben. Und die haben einen mega Schimmereffekt da drin. Und kleine Glitzerpartikel. Und wir fangen da gleich mal an, damit das Video nicht zu lang wird. Und wir fangen mit der Nummer 1 an. Das ist ein wunderschöner Fliederton. Zum Teil sogar irgendwie pastellig. Ich weiß nicht, ob ihr den Effekt einfangen könnt mit der Kamera. Leider nicht wirklich. Also ganz feine Glitzerpartikel sind da drin. Die schimmern in Gold, in Rosé, in wunderschönen Farben. Nur leider kommt es auf der Kamera jetzt so nicht rüber. So. Also auch hier wieder eine wirklich tolle Konsistenz vom Auftragen her. Ihr seht, sehr cremig, sodass ihr auch nur schon beim ersten Mal auftragen schon eigentlich alles abgedeckt ist. Auftrag mache ich wieder mit unserem Fullcover-Pinsel der Kolinsky-Imitation und wir fangen jetzt aber mal an. So. Sind also sehr schöne Pastellfarben. Ihr werdet das gleich sehen. Ich hoffe, ich mache mal ein bisschen hier weg, damit ich mit dem Tipp besser im Bild komme. Sind so wunderschöne rosé, goldige Schimmerpartikel drin. Schaut mal, wenn die Kamera es einfangen kann, ja jetzt so ein kleines bisschen, könnt ihr es sehen. Also wirklich toll. Da ist noch eine Ecke, wo ich nicht gesehen habe. So. Na, jetzt will es aber gar nicht. So, jetzt aber. Und wirklich mega toll beim Auftragen und zieht sich auch wirklich sofort glatt im Nu. Und schaut mal, richtig toll. So, das war also die Nummer 1. Pinsel sauber. Und weiter geht es mit der Nummer 2. Tada! Also ihr seht auch hier wieder wunderschöne Glitzerpartikel drin. Auch hier wieder eine wunderschöne cremige Konsistenz. Und los geht's. Moment. Ich kann nicht gut mit Handschuhen arbeiten. Es rutscht nicht. Seht auch hier wieder, ups, im Bild bleiben, sorry, schaut mal, gehen wir wieder näher ran an die Kamera, also diese Glitzerpartikel, die schimmern wirklich im Tageslicht und in der Sonne unendlich, also wunderschöne Farbgele, unsere Miros. Das war die Nummer 2 und weiter geht es mit einer wunderschönen anderen Farbe. Schaut mal, ist die nicht toll? Also so wirklich so richtig Einhornpupsfarben sind das. Ich habe damit auch diesen einen Nagel gemacht, den ich euch da gezeigt habe mit diesem Pigment drauf. Also auch hier wieder, manchmal könnt ihr es sehen, da sind diese rosa Partikelchen drin. Die schimmern so in allen Farben. Also wirklich ganz, ganz toll. Und damit ich
hoffe, ihr könnt alles erkennen. Na, ich sag's gerade und pups, gehe ich aus dem Bild. Na, da ist eine Fluse. Gucken, ob wir die wegkriegen. So, schaut mal. Also auch hier wirklich wieder richtig toll und sehr schön in der Verarbeitung. Nur leider kommen diese Glitzerpartikel nicht so richtig rüber, wie ich das möchte. Ich stelle das mal beiseite und dann nehme ich uns den nächsten. Kommen wir jetzt zu Nummer 4. Das ist auch eine ganz tolle Farbe. Hoppala. Also hier, jetzt könnt ihr richtig sehen. Und so sind die Glitzerpartikel in allen Farbgelen. Also wirklich, wirklich toll. Und nicht zu lange so halten, sonst läuft mir das Gel aus. Das ist also jetzt die Nummer 4. Zeige ich euch hier auch wieder. Im Bild sind wir und auf geht's. So ein, ja, ein sehr schönes Blau mit so einem Touch Lila, finde ich, drin. Also so einen ganz leichten Touch hat es schon davon. Schaut mal, also wirklich auch die Verarbeitung. Die ist sowas von fein und einfach. Und decken ja wirklich direkt schon beim ersten Mal. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Schaut mal. So ganz, ganz toll. Ich liebe die Gele jetzt schon, also... Ich weiß, unsere Diana wartet schon sehnsüchtig auf die Serie. So, wir machen weiter mit einem wunderschönen Rosé. Ich hoffe, ihr könnt sie auch wieder erkennen. Seht, ups, und seht diese Farbpigmente. Mal so. Gut. Ja. Boah. Also ich glaube, ich weiß schon, was meine nächsten Nägel werden. Jetzt schaut mal. Ja, im Licht sieht es immer noch ein bisschen. So. Nicht toll. Ganz dezent, ganz leicht rosé. Rosa mit so pinkfarbenen Pigmenten drin. Wirklich ganz, ganz toll. Und zu guter Letzt noch ein wunderschönes Türkisblau. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Die Kamera verfälscht das immer so ein bisschen, aber wunderschön. Auch hier wieder. So, Pinsel weglegen, das war es eigentlich dann auch schon. Ich zeige sie euch jetzt alle nochmal, alle 6. Wie gesagt, das sind unsere Miro Stars und hier nochmal alle zusammen auf dem Foto. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend, bis zum nächsten Video.
Tschüss, ihr Lieben. Ciao.